Hallo, hallo, ich begrüße euch zu der 14. Folge von Let's Play Shadows of the Damned. Und es geht weiter, nachdem ich euch kurz erklärt habe, was passiert ist. Und zwar, ihr seht schon, oh, neue Waffe. Oder gleiche, upgrade Waffe. So. War nämlich so, die Hand hat uns ja unseren Edelstein geklaut. Wir sind natürlich komplett kontinuierlich rein in die Finsternis und haben uns unser Juwel erstmal wiedergeholt. Wie ich das gemacht habe, keine Ahnung, ich bin einfach durchgerannt, da war so ein Juwel, bin ich dahin. Ich weiß nicht, was das gebracht hat, das jetzt da einzubauen, aber naja. Auf jeden Fall haben wir jetzt unseren Edelstein wieder und haben jetzt dieses Upgrade bekommen. Was anderes ist jetzt noch nicht passiert. Ich weiß nicht, wieso mein Programm das jetzt nicht aufgenommen hat, keine Ahnung, aber zum Glück habe ich es rechtzeitig gemerkt. So, es geht weiter. Die Waffe habe ich leider noch nicht ausprobiert, das wollte ich nämlich mit euch machen. Und an den Pfeffern machen wir das jetzt. An den Pfeffern. Okay. Oh, die Waffe ist geil. Okay, okay. Okay. Oh Gott, ist die geil. Tobi? Was habe ich dir gesagt? Habe ich dir nicht gesagt, die Dinger bewegen sich? I'm a Barbie girl in the Barbie... Okay, jetzt geht weiter. Oh Gott. Fängt ja gut an. Fängt ja gut an, oh Gott. Haben wir irgendwas? Nein, ist doch klar. Okay, ich höre... Ah, da. Hi. Ich warte erst gar nicht, bis du bei mir bist. Und da kommt direkt der Nächste. Mit dem Ding ist es leichter, der zu verteilen. Vorausgesetzt, man sieht die Viecher überhaupt. Oh, die Waffe ist echt... Boah, ich muss da 2 Sekunden draufhalten, dann sind die Dinger tot. Na, kommt her. Ich habe keine Angst für euch. Okay, der krüppelt sich da, glaube ich, jetzt noch auf dem Boden rum. Und ist noch nicht tot, aber naja. Wen soll das stören? So, den lehnen wir ganz kurz, um nachzuladen, natürlich, ne? Nicht um zu schießen oder so. Wir laden nach. Weil wir echte Pros sind. Und so. Och, na komm, irgendwann kommst du an. Ja. Ich warte dann mal, ne? Bam. Oh, das Ding lebt noch. Oh. Bist ein ganz tapferer. Ja, das bist du. Oh, wow. Wow. Kollege. Ihr seid voll am Nerven. Wisst ihr das? So. Entmaskiert. Entmaskiert. So. Und. Header. 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 Ne, wir haben das gemacht. Wir haben das damit gemacht. So. Header. Header. Ne, erst Lehm. Und dann Header. So. Vielen Dank, Tobi, für diese ultra geile Taktik, okay? Gut. Die hat er herausgefunden. Oder eigentlich schon bestimmt ganz viele andere Spieler, aber ich benutze das nie. Lehm und dann Header machen. Viel cooler. So, wir lernen natürlich jetzt alles nach und nehmen unseren Tief... Ne, wie heißt das Ding jetzt? Teeth Grinder, ja. Mm, genau. Ja. So, Baseball. Und oh, die Viecher kennen wir. Wieso habe ich jetzt zur Pistole gewechselt? Oh, the fuck! Jetzt muss ich in den... Och, nö. Och, nein. Okay, mit der Waffe geht's. Ihr blöden Zuschauer, ihr habt so gut, ne? Ihr könnt jetzt alles verstehen, was der Typ... Nerv nicht! Bitte! Was Johnson sagt. Ich höre das nicht so richtig, wegen dem scheiß Headset. Weil ich höre es ja über Fernseher und nicht über PC. Deswegen nervt Headset eigentlich nur. Aber wenn ich es über meinen Hals legen würde, dann würdet ihr mich nicht richtig verstehen. Deswegen muss ich es richtig aufsetzen. Wir haben 0! What the fuck, das war eigentlich aus Versehen, aber pff, das ignorieren wir jetzt kontinuierlich. Bam! Boah, ey, ich sehe nix. Gar nix. Gar nix. Boah. Angst. Was sind das denn für Viecher? Was war das jetzt für eine Stimme? Viecher! Ah! Oh mein Gott. Ja, ich bin wieder in Aufnehmen-Laune. Ich merk's. Wo? Ah! The fuck? Ey, ich sehe nur die leuchtenden Augen, sonst sehe ich gar nichts. So, das war jetzt Reaktion und total. Wohin? Wo ist unsere Granate von Sushihausen? Hi. Oh, oh, oh. Keine Muni, stimmt ja. Dahin, genau, genau. Bam, bam, bam. Wir haben voll viel gefunden, merke ich.
ein bisschen zu spät reagiert. Gaga. Nee, wir nehmen die Waffe. Wofür gibt es eigentlich die Pistole? Ganz ehrlich. Die anderen Waffen sind viel geiler. Okay, der springt rum. Das ist ein bisschen nervig. So. Oh, da sind da noch andere Typen und Typis. Wow. Ho, ho, ho. Worauf wollten wir skillen? What the fuck? Okay, wir wissen, was gleich auf uns zukommt, wenn wir hier raus sind. Kapazität. Auf jeden Fall. Das Ding lohnt sich. So, und die verpassen einen Head. Nee. Lame. Dann Header. Sehr gut. Oh, die Taktik ist wunderbar. So. Haben wir jetzt eigentlich Muni dafür bekommen? Ja. Wie fast in jedem Spiel, wenn man auf Kapazität skillt. Ja, ein bisschen am Nerven seid ihr. Okay, ich sehe. I saw nothing at all. You know? Und so. My Spanish is not so well. Wisst ihr Bescheid? Können wir eigentlich in dieses Haus? Ne, diese. Diese! Grün! Grün! Ach nö, jetzt klingelt die Tür, da will ich jetzt nicht rangehen. Okay, gut. Gleich gehen wir in dieses Haus. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße, bis gleich. Hallo, hallo, es geht weiter. Wie sage ich hallo, hallo? Keine Ahnung. Auf jeden Fall geht's jetzt weiter. Ich habe die Tür geöffnet und ich hoffe, ihr hört meine Eltern jetzt nicht im Hintergrund. Ich kann mich jetzt daran erinnern, dass die Paula wieder ausgetickt ist und uns hinterher. Und wir müssen, glaube ich, ins Haus. Jetzt, schnell. Oh, puh. Puh. Das war's. Why do I feel like I'm in a movie? What, are you raised in a barn? Well, we have the same taste. Na, scheiße, muss ich nachladen. Okay, da passiert nichts. Okay, das war cool. Aber was hat das gebracht? Keine Ahnung. Boah, und ich sehe den nicht. Meine Güte. Och, sag nicht, da kommen jetzt noch mehr. Oh nein. Ich bin die ganze Zeit immer überlegen, was hat der jetzt gesagt? Ich verstehe das nie. Was die sagen. The fuck? So. So. Bam. Die Taktik ist wunderbar. Oh nein. Jetzt ist die an dem Fenster da. Genau da. Gott. Ach, da krabbelt sie weg. Oh, noch ein Märchen. So, ich versuche ich aber anständig mitzulesen, weil beim letzten Mal habe ich das nicht richtig mitbekommen. So. Och, nur jetzt liest der vor. For nearly 14 years, his mind had been soaring miles above. But Elliot Thomas was still stuck down on Earth, in the boring town of Sinchester. Sinchester. Sinster. What? It's pronounced Sinster. How do you know? My cousin's from Sinster. Never mind. Keep going. Alone in his treehouse, he glued feathers to his wingsuit, readying himself for the day he would join the Phoenixes and Quetzalcoatls in the sky. Dinner time, cried his mother from their house across the yard. Elliot sat at the center of the table. A TV dinner was challenge is B.O. as the dominant smell in the room. On his left, his mother yammered about her day at the ER. On his right, his father was absorbed in his smartphone. As for Elliot, his eyes were fixed on the ceiling fan. The most fascinating personality
within a 10-foot radius. In homeroom the next day, Justin Schmuckowski threw a crappy paper airplane at him. Within seconds, Elliot had built a superior vessel. He stood up on his chair and swiftly launched the Papier Flieger. What? At his unsuspecting enemy. Go, Papier Flieger, go! Zoom, splort, splort. The marvel of paper aviation lodged itself in Justin's tender eyeball. Mr. Thomas, bellowed their teacher. Go to the principal's office. Later that day, Elliot was cooing quietly to himself as he bought a candy bar in the lobby. Casey Witchtits was smoking nearby and sneered at him. You'll never fly, stinky crow, she laughed. Why don't you go jack off to some bird porn? I bet you do more fapping than flapping. Hey, that's pretty good. Fuck you, screeched Elliot as he ran for the door. It was dark out by the time Elliot meandered home. On the sidewalk, he passed a gaunt man who stared at him intently, desperately even. Uh-oh, stranger danger. The man opened his mouth and said, Uviwa, Uviza! What the fuck? Elliot had planned to eat his candy bar tonight while he finished his masterpiece, but he instead held it out to the man. I know what you mean, he replied. The schoolyard was packed the next morning as Elliot's classmates waited for first bell. Gaw, gaw! As one, the students turned toward the gate and saw Elliot dressed head to toe in his wingsuit. After a moment of shock, they burst into laughter. But they were already far below him. He swooped through their midst and into the school. Gaw, gaw! He bounded through the halls, zigzagged up the stairwell. Gaw! The school let out a collective gasp when they saw a stinky crow on the roof. With a triumphant snap, he spread his wings, and a moment later, he had leapt. The next 2 seconds were the most beautiful of Elliot's entire life. He could feel their eyes upon him. He was flying, and their awe was keeping him aloft. 10 minutes later, as guidance counselors wiped bits of Elliot off sobbing students, and the police struggled to piece together the story you are reading now, Elliot's teacher looked down at the wreckage of the boy on the pavement and never forgot what he saw. One bloody hand had formed a peace sign. The other was giving him the finger. It's like an Alanis Morissette song. The end. Okay, lovely. I don't think I'll sleep for weeks. Quidad cojones. Okay. Oh. Okay, die Geschichten sind nicht ganz ohne immer, aber immer eine coole Geschichte. Frage, könnt ihr das bitte in den Kommentaren beantworten? Ich glaube, dass das jetzt dieser Junge war, der in der vorherigen Geschichte diesen verhungernden Mann diesen Schokoriegel gegeben hat. Weil der hat hier ja auch nur irgendwelche Geräusche gemacht und der Junge so, ja, ja, ich verstehe hier, du willst meinen Schokoriegel. Ne? Also ich glaube, dass die beiden Geschichten miteinander zusammenhängen, irgendwie. Keine Ahnung, irgend so eine These ist, habe ich jetzt mal aufgestellt und ihr könnt das ja irgendwie belegen oder, ne, oder abstreiten mit euren Meinungen. So, hier ist die Folge dann auch zu Ende. Ich verabschiede mich, bis zum nächsten Mal. Tschö.